Hallo und herzlich willkommen am rauschenden Bach im Wald. Ich dachte, ich mache mal ein kleines bisschen am Bach, ja, was ich zum am Bach so zu sagen habe. Allzu viel habe ich da nämlich gar nicht zu sagen. Das dürfte also in einer relativ kurzen Zeit für meine Verhältnisse auch schon erschöpft sein. Aber das, was ich zu sagen habe, kann ja mal loswerden. So, und deswegen starten wir auch hier am rauschenden Plätzchen. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem einigermaßen gut. Hab mich gerade verschluckt, sorry. Daher, weswegen hier am rauschenden Plätzchen? Weil da ist ein Rohr. Und so ein Rohr, das hat einen positiven und einen negativen Aspekt, beziehungsweise es hat zwei positive und einen negativen, wenn man so möchte. Der erste positive Aspekt ist, naja, es braucht halt irgendeine Drainage für eben nur mal die Vorstraße, die da hinten oberhalb vom Rohr verläuft. Also aus wirtschaftlicher Sicht, beziehungsweise aus Sicht desjenigen, der gerne eine Walderschließung haben möchte, ist so ein Rohr schlicht notwendig. Weil der Bach muss irgendwie hier um den Weg drumherum oder drunter durch vorzugsweise. Und da hat man sich hier halt für ein Rohr entschieden. Das Rohr ist nicht die beste Lösung, aber es ist zumindest immerhin mal irgendwie eine Lösung. So, zweiter positiver Aspekt dieses Rohres. Wenn eine invasive Krebsart, da gibt es zum Beispiel diesen großen roten, mir fällt gerade nicht ein, wie der heißt, aber das schreibe ich euch noch unten hin, beziehungsweise mache dazu nachher noch ein kleines Voice-Over. Wenn die versucht, hier den Bach hochzukommen, ja, also Richtung nach da hinten hinter dem Rohr beginnt der Oberlauf in einem ziemlich engen, eingeschnittenen Tal, ziemlich naturbelassener Wald, und der Bach sorgt für eine deutliche Anreicherung des umgebenden Waldökosystems durch ja eben die Tatsache, dass er nun mal ein Bach ist und damit allen möglichen Lebewesen, die einen Bach zum Leben brauchen, überhaupt erst das Leben ermöglicht. Das heißt, ein Wald mit Bach ist automatisch immer artenreicher als ein Wald ohne Bach. Warum? Naja, wenn kein Bach da ist, kann auch keiner drin wohnen. Ganz einfach. Und dann hast du nur die typischen Waldarten, die du auch hast, wenn du einen Wald hast, der auch die typischen Waldarten hat, plus einen Bach. Ja? Also das ist eine relativ simple Rechnung und da muss man nicht viel für wissen und nicht viel für können, um auf diesen Trichter zu kommen. So, und das Problem bzw. das Gute ist jetzt, ist der Oberlauf des Baches, wo möglicherweise unsere heimischen Krebse unterwegs sind. Möglicherweise, sofern es die da noch gibt. Die sind teilweise schwer am Aussterben, beziehungsweise dabei. Sie sind noch nicht ausgestorben, aber sie arbeiten dran, beziehungsweise wir arbeiten dran, sie umzubringen. Dann besteht die Chance, dass durch dieses Rohr der Oberlauf des Baches mit den Krebsen vor den einwandernden invasiven Krebsen, also diesem roten Teil, geschützt wird, weil die möglicherweise aufgrund dieses Rohres da nicht weiter hochkommen und da dann einfach nicht weiter wandern können, weil sie diese Strecke über die Straße hier nicht schaffen und da nicht durchkommen, im Idealfall. Teilweise, manche kommen doch noch drüber, man hat die Viecher ja auch schon mal auf Wegen gesehen, je nachdem, was das für schlimme invasive Krebse sind. Wie auch immer, jedenfalls für viele stellt das ein Hindernis dar, und das ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil das eigentliche Problem, das Hauptproblem ist gar nicht so sehr dieser Krebs, der ist auch ein Problem, ja. Der nimmt den einheimischen Krebsen das Futter weg, ja. Der bringt sie zum Teil auch um, ja. Aber wirklich schlimm ist die Krebspest, die dann eben durch diese Viecher, diese neuen invasiven Viecher verbreitet wird. Und das ist eine Krankheit, die unsere heimischen Krebse einfach dahin rafft, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das ist das Hauptproblem. Und eben diese Ausbreitung dieser Krankheit, dieser Krebspest, das ist fast nicht möglich, weil die breitet sich übers Wasser aus, wenn sowas im Weg ist. So gesehen können die also in der Hinsicht mal ganz nützlich sein in der Situation, hier Krebspest, oben noch nicht, dann bloß nicht das Rohr entfernen und bloß nicht das Gewässer so weit renaturieren, dass da ein Transfer von eben dieser Krebspest wieder möglich ist. Ja, die Krebspest, da sollten wir nochmal drüber reden. Ne? Das hier ist einer der Hauptüberträge, habt ihr ja gerade erst schon gesehen, der rote amerikanische Sumpfkrebs. Der kann auch mal ein Stückchen über Land gehen und das ist für die Krebspest gerade interessant. So, aber was ist jetzt erstmal die Krebspest? Das ist ein Pilz, der hat den schönen Namen Aphonomyces astaci.
oder Astaci, ja, so heißt das Ding, oder eben auf Deutsch Krebspest. Gehört zu den, ich glaube, Phytophthora-Pilzen, wenn ich das jetzt nicht, nee, Ascomyceten, ist ein Ascomycet, nur für diejenigen, die mit diesem Namen was anfangen können, ist auch wurscht jedenfalls. Der hat jetzt die wundersame Eigenschaft, dass er über Zoosporen oder Zoosporen, das ist, da streitet sich die Fachwelt, wie man die denn nun korrekt ausspricht, verfügt. Zoosporen ist wahrscheinlich korrekter. So ein Pilz, das wissen wir ja schon, das ist im Regelfall ein Organismus, der ist weder Pflanze noch Tier, der ist irgendwas dazwischen, nämlich ein Pilz. Pilze gelten aber eher als näher verwandt mit dem Tier als mit der Pflanze, hat man früher andersrum gedacht. Unter anderem deswegen, weil Pilze nie Photosynthese betreiben, Pflanzen aber schon. Die Photosynthese einfach eine unglaublich wichtige Angelegenheit ist. Zwar macht nicht jede Pflanze Photosynthese, aber kein Pilz kann das. Daher ist da eben die Unterscheidung. Und mit uns gemeinsam haben die Pilze neben diversen Stoffen, die sie herstellen, auch noch die Eigenschaft, dass es tatsächlich, und das wissen viele nicht, beim Pilz eine mobile Phase gibt. Der kann sich also ein Stück weit aus eigener Kraft fortbewegen. Und diese mobile Phase, das ist die sogenannte Zoospore. Das Ding sieht im Prinzip aus, das will ich mich gar nicht drüber lustig machen oder sonst irgendwie, wie unser Spermium. Ne? Unser Homo sapiens Spermium vom Mann, logischerweise. Das ist bekanntermaßen so ein kleines Köpfchen und hat einen langen Schwanz und diesen Schwanz kann es bewegen und damit kann es ein Stück weit schwimmen. Dieses Schwänzchen nennt man auch Geißel und so eine Zoospore sieht im Prinzip genauso aus. Das ist ein Köpfchen mit diversen Funktionen drin und eben einem langen Schwanz zum Antrieb. Und da dieser Pilz jetzt nun im Wasser lebt, es handelt sich da um einen Wasserpilz sozusagen, oder zumindest in Teilen seines Verbreitungsgebiets sich im Wasser aufhält, ist auch diese Zoospore, dadurch, dass sie schwimmfähig ist, wunderbar in der Lage, sich durch das Wasser fortzubewegen und einen neuen Wirt zu finden, indem sie da schlicht und ergreifend hinschwimmt. Es ist also ein schwimmfähiger Pilz, wenn man so möchte. So, kommt jetzt die Zoospore an einen Wirt, also irgendeinen Flusskrebs, ist ziemlich egal welchen. Das Ding ist potenziell virulent für, ja, virulent ist das falsche Wort, ne? Also infektiös für so ziemlich jeden Flusskrebs, den es so gibt, den wir soweit wir wissen zumindest. Und da kommt es jetzt an, klebt sich auf das Exoskelett unseres Krebses und bildet eine Zyste. Diese Zyste ist sozusagen so eine Art Zwischenstation, von der aus der Pilz jetzt versucht, mit einer Hyphe, also so einem üblichen Pilzfaden, was Pilze ja immer ausbilden, irgendwie das Exoskelett unseres Krebses zu überwinden, da irgendwie reinzuwachsen, sich da irgendwie reinzubohren. Das ist umso wahrscheinlicher, dass das gelingt. Je kaputter der Krebs schon ist, ist der Krebs, also ist dem mal ein Stein auf den Kopf gefallen oder sowas in die Richtung, dann hat er möglicherweise einen Riss im Panzer und durch diesen Riss kommt der Pilz dann sehr, sehr einfach rein. Hat er keinen Riss im Panzer, dann kann er immer noch über die Protolipide, das heißt, das sind Öffnungen im Panzer, die eben für einen gewissen Stoffaustausch mit der Umgebung gedacht sind, eigentlich gut verschlossen, aber eben nicht mit Panzer, sondern mit ja im Prinzip so einer Proteinmatrix, wo normalerweise nichts durchkommen soll. Und aber durch sowas kann dieser Pilz bei unseren heimischen Krebsen ausgesprochen gut eindringen, bildet also einen Infektionsfaden sozusagen, infiziert den Wirt. So, und dem Wirt geht es jetzt gar nicht mehr gut, sobald er infiziert ist, wenn die Symptome beginnen aufzutreten, das geht eine Weile, dann beginnt der Krebs sich zu jucken und versucht sich mit den, sage ich mal, beweglicheren Körperteilen überall zu kratzen und versucht diesen Pilz loszuwerden, merkt auch, dass er da ein Problem hat, hört auf zu essen, begibt sich raus aus dem Wasser, schreitet an Land herum, bewegt sich ziemlich weit fort. Das ist Absicht, denn der Pilz möchte ja gerne noch eine weitere Krebspopulation ja, infizieren. Und dafür ist es umso praktischer, wenn der Wirt große Strecken zurücklegt und möglichst mobil ist, bevor er dann umgebracht wird. Das ist nämlich das Endstadium. Der Pilz killt seinen Wirt, verdaut den abschließend vollständig, baut ihn komplett in der Schale sozusagen ab.
ab und bildet außerhalb der Schale eben, lässt da diese neuen Zoosporen, die nächste Generation von Zoospore frei, die dann wieder rumschwimmt und andere Krebse infiziert. Infektion ist auch möglich über Kannibalismus von Flusskrebsen. Viele Flusskrebse fressen durchaus andere verendete Flusskrebse und das führt dann natürlich dazu, dass wenn sie den verendeten, an dem Pilz verendeten Krebs frisst, dann bist du automatisch auch infiziert mit der Krebspest. Ja? Also eine ganz, ganz fiese Angelegenheit. Heilmittel gibt es keins. Ausbreitungshindernis gibt es auch keins. Einzige Möglichkeit zu verhindern, dass sich das Ding weiter ausbreitet, ist im Prinzip die Krebse killen. Oder irgendwie verhindern, dass die Krebse nennenswert von A nach B kommen und warten, bis sie eines natürlichen Todes gestorben sind. Ich möchte nochmal betonen, amerikanische Flusskrebse sind im Regelfall relativ immun bzw. sehr resistent gegen diese Krankheit. Deswegen aus Amerika kommt sie auch und da gibt es die auch überall. Hin und wieder stirbt mal einer dran, nämlich wenn er einen Riss im Panzer hatte, dann reicht das auch für einen amerikanischen Flusskrebs nicht aus, um sich vor dem Pilz zu schützen. Aber gerade wenn sie ihre Krankheit von woanders mitbringen und nach Deutschland mitbringen, dann wird das zu einem größeren Problem. So, und wie kommt jetzt dieser Krebs zu uns? Na ganz einfach, der ist lecker. Ja, den kann man essen. Das ist einer der meistgezüchteten Speisekrebse der Welt und relativ einfach zu züchten und soll wohl wohlschmeckend sein. Ich persönlich habe es nicht so mit solchen Viechern. Aber ja, ne? Und ist eben also die Krebspest irgendwo im Wasser mal drin und gibt es Krebse, dann ist die quasi nicht mehr aufzuhalten. Da keine Chance. Das, so viel dazu. So, weiter mit dem Ben vor Ort. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, wenn man keine invasiven Krebse im Unterlauf hat und möglicherweise gar keine einheimischen Krebse im Oberlauf, warum nicht? Ja, weil die da auch nicht hochkommen, wenn das Ding hier im Weg ist. Ja, dann kann es durchaus ein Thema sein, solche runden Rohre mit Gefälle, also mit kleinen Miniaturwasserfall, wenn man so möchte, künstlicher Art, auszutauschen gegen rechteckige Röhren. Warum sind rechteckige Röhren besser? Große rechteckige Röhren, also es sind ja keine Röhren, sondern ja Rechtecke. die sind deswegen besser, weil der Boden ist unten flach oder man kann auch ein U-Profil machen, sowas. Ne? Das ist einfach so ein Halbbogen und unten den Boden flach lassen und einen natürlichen Gewässeruntergrund in der Unterführung der Straße sozusagen zulassen und das führt dann einfach dazu, dass da weiterhin ein Krebs durchwandern kann, weiterhin ein Fisch hochschwimmen kann. Das ist das nächste Problem. Das da ist ja auch ein Hindernis für jeden Fisch, insbesondere für einen Fisch, weil der kann nicht wie manche Krebse noch eine kurze Strecke mal neben dem Bach notfalls über die Straße dackeln, sondern der hat überhaupt keine Chance, sich außerhalb des Wassers fortzubewegen und damit ist das ein unüberwindbares Hindernis. Man muss natürlich auch sagen, wenn ihr jetzt mal guckt, hier ist ein Tiefwasserbereich hinter mir. Durch eben diesen kleinen Wasserfall ist das hier eine schöne, tiefe Stelle. Und da gibt es sicherlich auch Tiere, die gar nichts dagegen haben, wenn es am Bach dann mal durch künstliche Wasserfälle, künstliche Untiefen in Anführungszeichen gibt. Für jede verschiedene Wassertemperaturen, verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten, verschiedene Tiefen vom Bach und so weiter, gibt es bei einem naturbelassenen Bach irgendwelche Spezialisten, die da besonders gerne leben und sich darauf eben besonders gut angepasst haben. Das heißt, das hat auch schon einen gewissen Wert. Hier im konkreten Fall weiß ich, dass es noch diverse von unseren heimischen Krebstieren gibt, in dem Bereich des Baches, also unterhalb vom Rohr. Ja? Ob oberhalb vom Rohr welche vorkommen, ich habe noch keinen entdeckt. Das bedeutet, hier würde man also im konkreten Beispiel, nicht, dass ich das bezahlen möchte und ich will auch niemandem einen Vorwurf machen oder irgendwelche Vorschreibungen machen, aber sollte mal irgendwann zufällig Geld übrig sein, könnte man an dieser Stelle durch eine teure Baumaßnahme zum Ersatz dieses Rohres mit einem U-Profilbogen dem oberen Bachlauf durchaus sehr viel Gutes tun und zu einer ordentlichen Anreicherung des oben gelegenen Waldes mit mehr Biodiversität führen. Genau. So, das wollte ich also an dieser Stelle einfach kurz mal hier beim Durchlass sozusagen erzählen und ich zeige euch noch ein paar Bilder der Umgebung und dann gehen wir aber auch weiter und gehen in den naturnahen Bereich des Baches. Es gibt hier nämlich sowas, das ist nahezu ein bachbegleitender, fast schon
ja, mit großer Vorsicht, Urwald. Ja. Und das wollte ich mir noch angucken mit euch und dann noch ein paar Sachen erklären. Da ist auch nicht ganz so laut. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Aber wie gesagt, noch ein paar Aufnahmen von hier. Merkt euch bitte in der Bildmitte das außerordentlich dichte Wurzelwerk, was wir da sehen können, was da in den Bach reinragt. Das ist von der Erle und die Erle ist so einer der idealsten Bäume, die man neben dem Bach stehen haben kann, eben wegen diesem außerordentlich dichten Wurzelwerk, was dann einfach die Erosion, die der Bach anrichtet, ein Stück weit verringert, dadurch, dass die Wurzeln intensivst den feinen Boden festhalten. Und der Bach nur langsam damit sich immer tiefer einschneidet und nur langsam sein Bachbett vergrößert, geringeren Einfluss auf die Erosion der Landschaft hat. Erosion ist prinzipiell nichts Schlimmes und normalerweise bei jedem Bach nun mal ein Bestandteil seines Seins. Allerdings sollte sie eben nicht künstlich schneller ablaufen, als sie ablaufen muss. Und für ein langsames und natürliches Ablaufen besagter Erosion sorgt eben jetzt die Erle mit ihrem feinen, intensiv durchwurzelnden Wurzelwerk. Genau. Und was die Erle sonst noch so kann, das kommt dann gleich. Ein weiterer negativer Faktor, den unsere Tätigkeit auf Waldbäche haben kann, ist die Begradigung der Selbringen. Ja? Also das ist bei großen Flüssen ja sowieso erst recht nochmal ein Thema. Wenn die begradigt sind, sinkt ihr ökologischer Wert massiv und die Begradigung führt auch zu einer höheren Fließgeschwindigkeit, was zu Problemen führt. Dazu kommen wir gleich. Hier jetzt nur so als Beispiel, das ist noch der natürliche Verlauf unseres Bachs, was wir hier sehen können. Und da hinten schlängelt der sich hier durch diesen breiten unteren Bereich eines schönen Tales. Und wir haben hier auch eine ganz natürliche Gewässerbegleitvegetation. Das sind fast alles mit wenigen Ausnahmen Erlen, die hier rumstehen. Und das ist auch typisch. Der Boden ist sehr, sehr nass. Würde ich da jetzt weiter reinlaufen, hätte ich sofort nasse Füße. Da habe ich also kein großes Interesse dran. Wir haben jede Menge spezielle wasserangepasste Pflanzen. Und der Bach zeigt hier also deutlich, dass er in der Lage ist, das ihn umgebende Ökosystem massiv zu prägen. Ne? Also spätestens da hinten, das ist alles so eine super nasse Angelegenheit. Zurzeit sind hier jede Menge Feuersalamander zu meiner großen Freude unterwegs. Denen geht es hier richtig, richtig gut. Und man kann sie also ganz toll beobachten. Ich habe da mal ein miserables Foto von geschossen, nachdem ich einen auf dem Weg getroffen habe und dann extra stehen geblieben bin, damit keiner drüber fährt. Das ist teilweise wirklich ein Problem. Jetzt möchte ich den Mountainbiker nicht schlecht machen, aber ein schnell unterwegs Mountainbiker und ein langsam über die Vorstraße laufender Feuersalamander, die vertragen sich nicht immer gut miteinander. Ja? Das Gleiche kann natürlich auch passieren, wenn der Jäger oder der Förster durch den Wald heizt. Drum sollte man ja eben als Jäger oder Förster auch nicht durch den Wald heizen. Wer da vernünftig unterwegs ist, ist langsam. Gut, jedenfalls da hinten in unserem Auwaldbereich, darf man glaube ich jetzt mal vorsichtig als Auwald bezeichnen, Detail später, da haben wir jede Menge Gewässerbegleitvegetation, die auch
so heißt und so zu erkennen ist. Und der Bach schlängelt sich, das können wir jetzt zwar nicht sehen, aber der schlängelt sich da mehr oder weniger in ja, kleinen Mini-Meandern dadurch. Meander sind dieser typische natürliche Verlauf von Bächen, dass der sich wirklich so durch die Landschaft schlängelt. Das nennt man meandrierend bzw. meanderbildend. So, und dann kommt er hier also wie gesagt an. Hat eine gewisse Fließgeschwindigkeit, gar nicht mal so wenig. Es hat jetzt aber auch heute Morgen ordentlich geregnet. Die haben Vormittag. Und dann kommt er hier an. Und warum ist jetzt hier Schluss? Weil hier der Weg ist. Von links kommt auch noch ein Stückchen vom Bach. Der hat nur sehr, sehr wenig Wasser. Der ist dieses Jahr sehr stark ausgetrocknet, leider. Dieser kleine Seitenzweig. Auch mit dem Regen der letzten Tage ist er halt immer noch ziemlich trocken, auch wenn inzwischen zumindest wenigstens einigermaßen ein durchgehender Wasserfilm wieder zu erkennen ist. War auch mal ganz ausgetrocknet. Ja, aber jedenfalls der Hauptbach kommt hier runter, macht hier die Kurve, knallt hier erstmal gegen die Wand. Bei Hochwasser kann er diese Wand auch weiter wegspülen und dann fließt er da weiter und zwar plus minus geradeaus. Und warum fließt er da jetzt plus minus geradeaus? Na, ganz einfach, weil da die Vorstraße entlang geht. Und das hat man in vielen Fällen, dass das Vorhandensein der Vorstraße dazu führt, dass der Bach ziemlich lang an der Straße entlang geleitet wird, bis er dann irgendwann unter der Straße durchgeleitet wird. Das ist hier bereits da vorne der Fall. Ja, also das ist hier nur ein ganz kleines Stück. Aber auch das ist einfach eine Möglichkeit, das Gewässer wieder schnell zu renaturieren, indem man es nicht lange an der Straße geradeaus fließen lässt, sondern bald eine Verbauung an der Straße anbringt, damit der Bach unter der Straße durch kann und unten weiter fließen und sich dann wieder so entwickeln, wie der natürliche Verlauf des Baches ist, also meandrierend und kurvenbildend und so weiter und so fort. Denn das Problem bei begradigten Bächen, genau wie bei begradigten Flüssen, ist, dass sie dann eine höhere Fließgeschwindigkeit erreichen. Das können wir jetzt hier nicht sehen, aber man könnte es wahrscheinlich messen, dass es ein kleines bisschen flotter ist als in dem Bereich, wo es viele Kurven und viele ja, kleine Stromschnellen und dann wieder sanfte Bereiche und dann wieder schneller fließende Bereiche und immer eine Abwechslung gibt. Da ist die Erosion relativ gering. Hier hingegen, durch die hohe Fließgeschwindigkeit, ist die Erosionskraft auch recht hoch. Das bedeutet, der Bach frisst sich relativ schnell in seinen Untergrund ein. Relativ schnell, das dauert natürlich trotzdem lange, aber je tiefer der kommt, desto tiefer sinkt auch das Grundwasser. Bei Landschaften mit Bach, bei denen gilt grundsätzlich, der Grundwasserpegel befindet sich immer auf Niveau des Standes des Baches. Ja? Also je niedriger der Bach ist, je tiefer der in der Landschaft drin sitzt, desto weiter unten ist das Grundwasser. Je höher der Bach unterwegs ist, desto weiter oben ist das Grundwasser. Und viele Bäume, die eben sich daran gewöhnt haben, dass das Grundwasser nicht weit weg ist und sie mit ihren untersten Wurzeln eigentlich immer wunderbar da reinreichen können oder zumindest fast immer da reinreichen können, um sich eine kontinuierliche Wasserversorgung zu sichern, die sind ganz schnell ziemlich tot, wenn das durchschnittliche Grundwasserlevel unter ein Niveau sinkt, bei dem sie mit der Wurzel gar nicht mehr hinkommen. Ja, für Bäume ist dieses Niveau sehr, sehr tief. Das heißt, das dauert wirklich lange, bis das passiert. Aber die ganzen Aubegleitpflanzen, die wir da drüben bereits ahnen können, die leiden dann doch relativ schnell, wenn das Grundwasser absinkt, weil die haben nicht so lange Wurzeln und brauchen ein hoch anstehendes Grundwasser, um eben so aussehen zu können, wie sie da hinten dann eben nun mal aussehen. Daher zu viel Gewässerbegradigung ist selbst bei kleinen Waldbächen durchaus ein größeres Problem. So, hier wollte ich eigentlich gar nicht stehen bleiben, daher gehen wir jetzt aber wirklich in den natürlichen Erlenwald. So, und hier sind wir jetzt im naturnahen Teil unseres Baches. Ich habe ja mal aufs sehr, sehr Weitwinkelobjektiv umgeschaltet, nur damit sich keiner wundert, warum das Bild plötzlich so aussieht, wie es aussieht. Das führt natürlich dazu, dass wir krumme Bäume kriegen, aber ich will, dass ihr möglichst viel vom Bach seht. Er macht hier nämlich gerade eine seiner natürlichen Kurven, ist hier ganz natürlich meandrierend. Und wenn wir jetzt hier mal ein ganz kleines bisschen schwenken, dann sehen wir, dass auch hier im weiteren Verlauf, also der Bach ganz normal seine Meander ausbildet. Kleine Meander, normalerweise kennt man das ja eher vom Fluss und dann handelt es sich auch durchaus um große Angelegenheiten, die dann auch wirklich viele hundert Meter beziehungsweise viele Kilometer über den Gesamtverlauf des Flusses
ausmachen. Hier sind das ja nur so kleine Schlaufen. Aber nichtsdestotrotz haben die eben deutliche Auswirkungen auf die Fließgeschwindigkeit. Vielleicht kann man es im Hintergrund auch hören. Auch hier plätschert es. Das ist in diesem Fall jetzt eine ganz natürliche kleine Mini-Stromschnelle, Mini, wenn man es so nennen möchte, Mini-Wasserfällchen, so ein paar Zentimeter tief, ist ja auch schon eine gewisse Form von Wasserfall und auch das erhöht die natürliche Dynamik des Gewässers. So, generell, was kann man falsch machen? Hat man einen so schönen naturnahen Bach, übrigens fast mit Trinkwasserqualität. Es gibt hier eine Kuhweide, eine sehr, sehr alte historische Kuhweide, die ist auch gut und richtig und wichtig. Aber dadurch, dass die direkt oberhalb vom Bach liegt, würde ich jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt draus trinken, da wo wir eben waren, da war man ein Stückchen weiter oben im Verlauf. Da kann man sehr wohl draus trinken, habe ich auch schon oft gemacht. Hier wäre es nicht so sinnvoll. Jedenfalls nicht ohne Wasserfilter etc. pp. Dann geht das natürlich auch alles. Ja, wie dem auch sei, wichtig bei solchen naturnahen Gewässern ist erstmal, welche Baumart steht denn drumherum. Das heißt, will man aus einem gar nicht mal so naturnahen Gewässerchen ein deutlich naturnäheres Gewässerchen machen, dann braucht man einen Laubwald. Neben so einem Bach gehören in den allermeisten Fällen keine Nadelhölzer. Es gibt seltene Ausnahmen, wenn zum Beispiel es um eine unglaublich tiefe Schlucht sich handelt, die in der Landschaft so tief eingeschnitten ist, dass sie ihr eigenes Mikroklima in Form eines sogenannten Kellerklimas ausbildet, dann ist es in der Schlucht nämlich durchschnittlich so viel kühler als zum Beispiel oben, dass in der Schlucht, sofern sie dann dahin gekommen ist, zum Beispiel die Tanne oder die Fichte vorkommen kann, einfach aufgrund der niedrigeren Temperaturen und dass es unseren Laubbäumen dann da schlicht und ergreifend einfach zu kalt wird. Ja, das ist aber eine seltene Ausnahme. Wer mal mit war auf der Kalftour, da gibt es sowas. Zumindest halte ich das für so eine solche Ausnahme. Aber ansonsten gilt das in den allermeisten Fällen nicht. Hier zum Beispiel haben wir ein viel zu breites Tal, als dass das Mikroklima. Es gibt ein Mikroklima, aber nur ein geringfügig anderes im Vergleich zur Umgebung. Das heißt, für ein Kellerklima reicht sie nicht aus. Das heißt, die natürlich vorkommende Baumart kann auf keinen Fall die Fichte zumindest mal sein. Von der Höhenlage her sind wir auch noch längst nicht in der Tannenregion angekommen. Wir sind hier auf etwa 350 Meter über Null. Das ist also längst nicht hoch genug, dass da irgendwie Nadelhölzer natürlich vorkommen würden und damit Laubwald. Und Laubwald ist hier ja vorhanden. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten hier alternativ einen Fichtenwald hingestellt. Und dafür hatte ich euch irgendwo mal zwischendurch erzählt, dass wir uns die Erlenwurzel genau angucken müssen. Die intensive Durchwurzelung durch die Erle. Wäre das nur eine Fichte, nur in Anführungszeichen, die Fichte ist ein wunderbarer Baum, da wo sie normalerweise hingehört. Dann hätten wir eben eine ganz andere, deutlich schwächere Durchwurzelung des Bodens in Ufernähe und die Erosion würde schneller vonstatten gehen, als das natürlicherweise eben der Fall sein sollte. Der Bach wird zu schnell, zu breit, hat dann kaum noch Tiefe. Das Flussbett wird, wenn die Wassermenge bleibt gleich, das Bachbett wird aber viel zu breit und das sorgt dann einfach für super Flachwasser, selbst bei gutem Wasserstand, der sich jetzt in den letzten 3 Tagen massiv wieder erholt hat. Ich komme hier sehr regelmäßig vorbei und letztes Mal, als ich hier vorbeikam, war tatsächlich vor 4 Tagen und da war ich richtig traurig aufgrund des niedrigen Wasserstands von unserem Bach hier, der normalerweise im Schnitt so viel Wasser führt wie jetzt. Und so leer bzw. so trocken wie vor ein paar Tagen habe ich ihn wirklich noch nie gesehen. Und dankenswerterweise ist das Erste, was man merkt, nachdem es dann nach langer Zeit mal wieder ordentlich regnet, dass die Bäche wieder anschwellen. Das ist so die allererste Reaktion. Bis Regenwasser im Grundwasser ankommt, das dauert ewig. Dafür muss es sehr, sehr lange kontinuierlich, möglichst jeden Tag 18 Stunden mäßig regnen. Das wäre ideal. Aber die Bäche, die merken es zuerst. Auch bei Starkregen, schnellen Regenereignissen, kurzen Regenereignissen merkt man das ziemlich flott am Pegelstand. Von solchen kleinen Bächen insbesondere, weil die reagieren dann noch mal schneller als eben die ganz großen Flüsse. Die tun das auch, keine Frage. Aber deswegen gibt es ja diese gefürchteten Gebirgshochwässer von irgendwelchen Bergbächen in den Alpen, bei denen das ruckzuck gehen kann und so schnell hast du nicht gesehen, da kommt ein Gewitterregen und in dem Moment, kurze Zeit später, ein Stündchen oder sowas, spült es auch schon eine riesige Schlammlawine ins Tal, weil der Bach kurzfristig zum reißenden Strom angestiegen ist. Kam hier auch schon vor, ganz so reißend war er nie und hier weit und breit wohnt keiner, daher konnte das nie wirtschaftliche Schäden anrichten, aber massive Steigerungen des Wasserlevels hier drin, das gab es hier auch. Also da, wo ich stehe, ist auch regelmäßig überflutet. In normalen Jahren, seit vielen Jahren ja nicht mehr, weil es gab ja keine normalen Jahre mehr.
Wie dem auch sei, jedenfalls hätte man den Nadelwald Uferbefestigung schwierig. Dadurch, dass die Uferbefestigung dann schwierig ist, können sich auch die Pflänzchen, die hier am Ufer so stehen, dann schlechter halten, weil die ohnehin schon das Problem haben, dass ihr Untergrund jederzeit abgetragen werden kann oder auch mal neuer Untergrund angehäuft werden kann. Heißt bei einem Hochwasser, einem langsam fließenden Hochwasser, was mehr sedimentiert als erodiert, sprich eher Material am Ufer auf das Ufer drauf ablagert. Da haben wir es dann ganz schnell eben auch wieder mit einem Problem für die Uferbegleitvegetation zu tun, weil dann wird sie einfach zugedeckt von dem, was da so abgelagert wird. Auch da ist der Fichtenwald nicht unbedingt besser. Außerdem führt ein Fichtenwald zu einer ganzjährig geschlossenen Baumkrone. Jetzt ist es hier momentan gerade ziemlich duster. Das liegt daran, dass sehr stark bewölkt ist und es einfach duster ist und unsere Erlen hier noch ordentlich belaubt sind. Und auch das führt dann im Sommer zumindest erstmal für ein relativ dunkles Waldbild. Trotzdem, ganzjährig ist das nicht der Fall und das kann zum Beispiel wichtig sein für Libellen. Libellen legen ihre Eier gerne in Gewässernähe, manchmal auch direkt ins Gewässer. Mindestens die Larven sind jedenfalls in vielen Fällen, soweit ich weiß, den allermeisten Libellenarten wasserlebend. Und während die so im Bach unterwegs sind, selbst wenn sie sich immer in den langsam fließenden Bereichen des Baches aufhalten, können die trotzdem nicht immer ganz verhindern, dass sie ein Stückchen weiter runtergespült werden. Sind sie dann eines Tages ausgewachsen und haben im Bach genug zu futtern gefunden und wurden, sagen wir mal, 2-3 Kilometer runtergespült, das ist ja durchaus vorstellbar, und kommen als erwachsene Libelle dann irgendwann aus ihrem Kokon und sind nun flugfähig, dann führen sie gerne sogenannte Kompensationsflüge durch. Das heißt, die fliegen den Bach einfach wieder hoch, um dahin zu kommen, wo sie ursprünglich mal als Ei abgelegt worden sind, beziehungsweise als Larve geschlüpft sind, um eben quasi in ihrer eigenen Libellenpopulation und in diesem offensichtlich für sie guten Lebensraum wieder hinzufinden. Weil je nachdem, wenn du 3 Kilometer den Fluss runtergespült worden bist, wer weiß, ob dann hinterher noch so ein schöner naturnaher Bach da ist oder Schrott. Ja? Und im Fall, dass es Schrott sein sollte, dann ist dieser Kompensationsflug umso wichtiger. Blöd jetzt, der Libelle sagt ja keiner, in welche Richtung sie fliegen soll. Und die ist auch nur bedingt in der Lage, den Bach und dessen Strömung zu erkennen und dann einfach den Bach wieder hochzufliegen, weil sie die Strömungsrichtung sehen und analysieren kann. Das kann sie nämlich im Regelfall nicht. Ein Stück weit sind Libellen in der Lage, sofern sie den Bach dann gut sehen. Und dafür ist ein gewisses Licht vonnöten, weil dann spiegelt der Bach auch und hebt sich deutlich von der Umgebung ab und ist dann optisch gut zu erkennen. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gut sieht die jeweilige Libelle. Libellen gibt es von riesigen Augen bis hin zu ziemlich kleinen Augen. Die mit den kleinen Augen sehen weniger gut als die mit den großen Augen. Überraschung. Jedenfalls, da kommt das dann schon drauf an und da kann so ein Bach auch mal übersehen werden, insbesondere wenn man weiter nach da hinten guckt, wo es dann wirklich sehr, sehr dicht wird ums Gewässer drumherum und der schön umwachsen ist und das sich auch durchaus mal so gehören kann. Das ist ja nicht so, dass das jetzt schlecht ist oder unnatürlich. Dann hat die da dahingehend ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Ja, bei diesen Talwinden, die der Libelle zur Orientierung dienen, gibt es Talauf- und Talabwinde. Ein Talaufwind funktioniert so, dass die warme Luft außerhalb des Tals, also im sehr großen Tal, zum Beispiel in der Rheinebene, ist ja letztendlich ein riesengroßes Tal, insbesondere beim Oberrheingraben, da wird schnell warm, die Luft heizt sich auf. Heiße Luft steigt nach oben. Natürlich steigt die erstmal direkt nach oben, die steigt aber auch ein Stück weit die Täler weit nach oben, einfach durch die Täler am Boden entlang immer höher steigend. Und je tiefer man kommt, desto wärmer wird es ja tendenziell, weshalb eben tiefere Lagen die wärmere Luft haben, die dann langsam einen warmen Talaufwind produziert. Und wenn dieser warme Talaufwind stattfindet, braucht die Libelle im Prinzip bloß der Windrichtung, dem warmen Wind folgen und wird immer das Tal wieder hochgepustet, wird in kleine Nebentäler gepustet und genau dahin gepustet, wo sie letztendlich mal geschlüpft ist und kann ihren Kompensationsflug dadurch relativ zielgerichtet durchführen und kommt dann irgendwo da, wo es für sie wieder einen ordentlichen Lebensraum gibt, wieder an. Umgekehrt kann das auch funktionieren mit Talabwinden. In dem Fall ein Talabwind entsteht, wenn die kalte Luft oben in den Bergen, die sich früher abkühlt als die Luft unten im Tal, dadurch, dass kalte Luft schwerer ist,
aus dem Tal nach unten rausläuft. Das heißt, wir kriegen abends immer einen kalten Abwind aus dem Tal heraus. Und da kann sich eine Libelle theoretisch also auch an diesem Abwind orientieren und muss dann allerdings gegen die Windrichtung fliegen. Auch in dem Fall fliegt sie immer zielgerichtet das Tal hinauf. Jetzt bin ich nicht Libellenkundler genug, um zu wissen, welcher dieser beiden Winde jetzt für größtenteils zu Orientierungszwecken genutzt wird. Ich weiß lediglich, dass die Talwinde eine Orientierungshilfe darstellen können. So, und so ein Talwind ist nur dann spürbar, selbst für ein sensibles, mit guter Sensorik ausgestattetes Insekt wie eine Libelle, wenn der Wald einigermaßen licht- und luftdurchlässig ist. Und ein sehr, sehr dichter Fichtenbestand ist das in vielen Fällen nicht, weshalb dann die Libelle nicht korrekt diese Windrichtung wahrnehmen kann und dann erst auch nicht als Orientierungshilfe zum Finden ihres Schlupf- bzw. späteren eigenen Brutgebietes nicht zur Verfügung steht. Ja, das kann also durchaus ein Thema sein. Nur ein Beispiel. Mit dem Erlenwald haben wir sowas dann nicht. Ja, die Thematik mit dem lieben Flusskrebs hatte ich schon angesprochen. Generell gilt auch, ist der Wald um den Bach zu dunkel, kriegt das Wasser selber kaum Licht ab und dann können sich da auch kaum letztendlich Grünalgen, beziehungsweise Blaualgen heißen sie offiziell, Phytoplankton drin bilden, also Photosynthese betreibende Bakterien oder andere Photosynthese betreibende Einzeller. Also Algen wären ja eigentlich schon eine höhere Pflanze, das sind ein höheres Lebewesen in dem Sinn, dass sie keine Bakterien mehr sind, sondern schon Eukaryonten, also der bessere Zelltyp, den gleichen Zelltyp, den wir letztendlich auch haben, nur die pflanzliche Variante davon. Und ja, die brauchen ein gewisses Maß an Licht. Und ein Stück weit sind die deswegen auch so wichtig, weil sie die Hauptnahrungsquelle für kleine Gewässerbewohner darstellen. Das macht den Bach nicht unbedingt besser in Sachen Trinkwasserqualität. Es macht ihn aber besser hinsichtlich für Lebewesen, die drin vorkommen wollen. Und im Grunde ist es ja so, wenn der Bachoberlauf irgendwann ein bisschen breiter wird, so wie es hier jetzt langsam der Fall ist. Wir befinden uns hier nicht mehr in einem starken Gefälle. Ihr seht es, da hinten ist jetzt nicht kein sichtbarer Berg, kein sichtbarer Hang. Und das ist eigentlich relativ flach hier. Und ab dieser Stufe, in der das Wasser langsamer unterwegs ist, das Gefälle geringer wird, das Ganze ein bisschen flacher wird, da sollte jetzt eigentlich auch schon vielfältiges Leben im Wasser möglich sein. Direkt hinterm Quelllauf, wo das Wasser noch massiv mit starker Geschwindigkeit den Berg runterrauscht, da haben wir noch Trinkwasserqualitäten, weil noch kein Leben im Wasser drin ist. Ist Leben im Wasser drin, sollte man es zumindest nicht mehr ungefiltert trinken, weil dieses Leben kann auch Leben sein, das in uns nicht unbedingt leben möchte und uns daher versucht umzubringen, ne? Zum Beispiel. Und das ist dann halt eben so eine negative Folge des Ganzen für den Menschen. Aber aus ökologischer Sicht ist ein solcher mit Nährstoffen angereicherter Bach natürlich viel schöner sozusagen, weil da ist mehr los, der ist weniger tot sozusagen. Ja? Und dafür ist eben ein gewisses Maß an Algenbildung absolut essentiell. Der Wal ernährt sich ja auch von dem Zeug, zumindest die ganz, ganz Großen mit den Finnen. Ne? Barken heißen die so. Ich kenne mich mit Gewässerviechern überhaupt nicht aus. Es tut mir leid. Aber die mit diesen Kämmen im Maul, die dann quasi das Wasser auskämmen, um da Phytoplankton rauszufiltern und das dann zu verzehren. Kleine Lebewesen, die von Phytoplankton leben, gibt es hier eben auch zuhauf in dann so einem Bach. Ich weiß von genau konkret diesem Bach, dass wir da auch die Wasseramsel haben. Wunderschöner Vogel, sieht aus wie eine Amsel, ist auch eine Amsel, nur mit weißer Brust und ist einer der wenigen schwimmfähigen Singvögel. Die geht im Wasser tauchen, läuft dann auf dem Boden des Gewässers, an den Stellen, wo es ein bisschen tiefer ist, weshalb eine gewisse Dynamik mit tieferen Stellen ja auch wichtig ist. Da läuft sie dann rum, schnappt sich da ein paar Wasserinsekten, schnappt sich teilweise auch Wasserinsekten von der Oberfläche, steht in der Strömung, während ein Stein überspült wird. Auf so einem Stein steht sie dann drauf, hält den Schnabel in die Strömung, lässt sich da reinfliegen, was da so reinkommt. Wunderbarer Vogel, ganz, ganz toll. Leider sehr selten geworden. Die gibt es hier zum Beispiel. Ja, den Flusskrebs, den hatten wir schon erwähnt. Jetzt müssen wir aber unbedingt noch über den Steinkrebs sprechen. Ich habe zwar lange keinen in dem Bach mehr gesehen, aber zumindest gab es die mal. Darauf weist auch der Name vom Bach hin, das ist schlicht und ergreifend der Krebsbach. Nur für die Leute, die aus der Region sind und den zufällig kennen, es dürfte allerdings deutschlandweit noch diverse andere Krebsbäche geben. Das ist bestimmt kein Unikat, dass ein Bächlein so heißt. Ja, der Steinkrebs gehört eben zu den Bach- bzw. Flusskrebsen und ist auch der kleinste heimische Krebs,
soweit ich weiß, den wir haben. Der wird also gerade mal 8 cm groß. Das Bild zeigt hier ein Männchen. Krebse haben, Flusskrebse zumindest, haben einen Geschlechtsdimorphismus. Das bedeutet, Männlein und Weiblein sehen ziemlich verschieden aus. Und in diesem Fall äußert sich das darin, dass das Männchen diese großen Scheren hat, mit denen es dann auch angeben kann, möglicherweise um Weiblein zu beeindrucken. Ich kenne mich, wie gesagt, mit Wasserviechern nicht so richtig gut aus, aber diesen sympathischen Gesellen, den mag ich trotzdem sehr, sehr gerne. Ja, Weiblein hat auch Scheren, aber weniger große. Da sieht man also einen recht deutlichen Unterschied und kann also gleich die Geschlechter ganz gut erkennen. Als Flusskrebs ernährt sich auch unser freundlicher Steinkrebs von so ziemlich allem, was er finden kann. Ist ein ausgeprägter Allesfresser, insbesondere tierische Kost, die er mit seinen Scheren zerlegen kann. Findet er also auch Aas, dann nimmt er auch das gerne. Im Grunde eigentlich alles, was irgendwie im Bach essbar ist. Zum Beispiel Kaulquappen, zum Beispiel ein Frosch, ein Salamander, ein Lurch, ein Molch, generell all sowas in die Richtung. Kriegt er mal einen Fisch, nimmt er auch gerne einen Fisch und hin und wieder auch mal Pflanzenteile oder sogar modriges Holz, wovon er sich dann wiederum nicht vom Holz, sondern vom Pilz im Holz ernährt. Genau. Und bei uns wohnt der vor allen Dingen in kleinen, klaren Bächen. Die sollten durchaus eine gewisse Kälte haben, auch nicht zu kalt. Im Sommer sollten sie mindestens 8 Grad erreichen. Und ansonsten nach oben hin ist eigentlich relativ viel Spielraum, was die Temperatur angeht, aber auch nicht zu warm werden. Das ist bei Waldbächen eigentlich so gut wie nie ein Thema, weil dadurch, dass die gut durchschattet sind und meistens auch eine ordentliche Fließgeschwindigkeit haben, ist es selten so, dass so ein Wald Waldbach zu warm für unseren kleinen Steinkrebs werden könnte. Wir haben übrigens auch den Edelkrebs, der treibt sich da auch noch möglicherweise in solchen Bächen rum, da der allerdings durchaus ziemlich groß und 350 oder ich glaube sogar 450 Gramm schwer werden kann, braucht der einfach ein bisschen mehr Platz und ordentlich Lebensraum und der ist dann in den ganz kleineren Gebirgsbächen eher nicht mehr zu finden. Generell in Deutschland auch nur in der Südhälfte anzutreffen, also Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Außerhalb dieses Verbreitungsgebiets ist er sehr, sehr, sehr sporadisch, nur mal reliktisch oder ja fast schon epidemisch anzutreffen. Ja, also ein ganz sympathischer Zeitgenosse. Er ist sehr stark bedroht, wie viele Flusskrebse oder nahezu eigentlich alle Flusskrebse hat er das Problem, dass die Wasserqualität wieder wirklich ausgesprochen gut sein muss, damit der klarkommt. Das heißt, es dürfen keine größeren Düngermengen oder gar Insektizide oder ähnliche Scheißzeug im Wasser unterwegs sein. Das nimmt ja den Bach ganz schnell ganz, ganz übel. Also die biologische Qualität des Gewässers muss ausgesprochen gut sein. Das ist bei unserem kleinen Bach hier tatsächlich der Fall. Wenn die Kuh da hin und wieder mal einen Kuhfladen auf die Wiese legt, ja, und der dann irgendwann nach und nach ins Wasser gespült wird, das sind geringe Konzentrationen. Das ist nicht so wichtig, spielt keine große Rolle, macht unserem Krebs nicht viel. Ja, und die größte Bedrohung, darüber hatten wir ja schon gesprochen, das ist tatsächlich die Krebspest, die sich dann eben mit den amerikanischen Flusskrebsarten ausbreitet. Jetzt darf man auch nicht vergessen, dafür können die Krebse nichts und auch die amerikanischen Krebse sind natürlich tolle Tiere, nur gehören sie halt bei uns nicht hin und können daher dann gewisse Schäden anrichten. Ja, so viel zum freundlichen Steinkrebs. Kennen wir den jetzt auch. Weiter geht's. Der Bach ist noch zu klein für Biber oder Fischotter. Das wäre natürlich sensationell. Die hätte ich sehr gerne in der näheren Umgebung. Pech gehabt. Ja, wer welche hat, kann sich freuen. Beim Biber, ja, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Der wird auch schnell mal zu viel. Und wo die beiden Spezies, die in Mitteleuropa vorkommen, die eigene Vorstellung von der Gestaltung ihres Lebensraums haben, zusammenprallen, sind Konflikte vorprogrammiert. Ja, welche Spezies sind das? Wir haben eine genaue Vorstellung, wie unser Lebensraum aussehen soll. McDonald's, Burger King, Edeka, Rewe und so weiter. Der Biber hat die auch, nämlich viel, viel Wasser. Und Staudämme und zwischendrin leckere, abknabberbare Bäume in erreichbarer Nähe mit ordentlichem Fluchtweg hin zum Wasser, wo er dann die Bäume, die abgeknabberten Zweige auch wunderbar transportieren kann. So dass beides verträgt sich nicht gut. McDonald's möchte nicht im Teich bauen und der Biber möchte nicht im McDonald's einen Teich anlegen. Problem. Ja? Gut, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls
ganz, ganz naturnahes Gewässer mit vielen, vielen schönen Lebewesen. Ist kein Naturschutzgebiet, ist hier gar nicht nötig, es kommen wenig genug Leute vorbei. Das Ding ist nicht gefährdet und liegt hier weit genug ab vom Schuss, dass ein Schutzstatus daran nicht viel ändern würde. Klar könnte man natürlich theoretisch noch eine Käseglocke drüber ziehen und irgendeinen Schutzstatus dazu aussprechen, aber was, wozu, was soll's? Es funktioniert auch wunderbar so. Die Tatsache, dass hier die Kuhweide nebendran ist, beziehungsweise hinter mir, da wo es heller wird, dann auch da irgendwo anfängt, das ist auch in keinster Weise ein Nachteil. Die gibt es schon seit mindestens 500 Jahren, Quatsch, nee, seit mindestens 1000 Jahren wahrscheinlich, in Anbetracht dessen, dass es hier noch Relikte gibt, die auf eine Beweidung hinweisen und 1000 Jahre alt sind. Also hochmittelalterliche Beweidung schon immer da gewesen. Der Bach hat sich längst daran gewöhnt. Die zusätzlichen Nährstoffe, die durch die Beweidung auch im Bach landen, sind auch schlicht und ergreifend notwendig für das sich längst daran gewöhnt habende Bachökosystem, das hier eine Rolle spielt. Ja, also behaupte ich zumindest, ich bin ja kein Gewässerökologe, aber ich habe schon den Eindruck, das sei wichtig. Daher ist es auch gut, dass es weiterhin diese Beweidung gibt. Allerdings in den Jahren, in denen die Beweidung nicht stattgefunden hat, da gehe ich mal davon aus, dass das so ungefähr von 1800 bis ca. 2000 der Fall gewesen ist, dass da nur sehr wenig beweidet wurde. Ursprünglich war dieser ganze Wald hier drumherum, in dem ich jetzt hier gerade stehe, auch gar nicht da, sondern ist der Beweidung zum Opfer gefallen und beweidet wurde direkt bis zum Bach. Die Kuh hat direkt in den Bach reingemacht. So gesehen ist der Bach heute wahrscheinlich wieder naturnäher, als er es noch vor 300, 400 Jahren gewesen ist. Aber als die Beweidung zurückging, ist Folgendes passiert. Der Bach hatte weiterhin hin und wieder seine Hochwässerchen. Und bei seinen Hochwässerchen hat er nach und nach auch mal Erle abgeladen. So, und jetzt könnt ihr da hinten erkennen, dass die Bäumchen, die hier so rumstehen, ne, das sind die falschen, oder? Ne, doch, da hinten ist schon richtig. Ja, ist kleiner Bildschirm, Entschuldigung. Da hinten ist also vollkommen richtig. Das sieht sehr, sehr mehrstämmig aus. Das ist ein Büschel Erle sozusagen. Ein Strauß Erle, wenn man so will. Gehen wir da mal kurz woanders hin, dann kann ich euch das noch besser zeigen. Jetzt wackelt es kurz einen Moment, habe keine Bildstabilisierung drin, Stativmodus. Aber auch hier schön zu sehen, hier um mich rum. Die meisten Erlen, die hier rumstehen, haben nicht einen Stamm, sondern haben in vielen Fällen hier auch hinter mir mehrere dicht beieinander stehende Stämme. Und das ist eben kein Zufall. Ist das Bild leicht schräg? Egal, ihr könnt einfach den Kopf schräg legen, dann gleicht sich das wieder aus. Sondern das weist sehr stark darauf hin, dass es sich hier um natürlich gekeimte Erle handelt. Die wird nämlich beim Hochwasser, die Erlensamen, die sind schwimmfähig, die haben so eine Art Rettungsring, werden die einfach angespült, an Land gespült, bleiben irgendwo liegen und an den Stellen, an denen sie liegen bleiben, bleiben meistens nicht nur ein Samen oder zwei oder drei liegen, sondern ein ganzer Haufen. Und das führt dann nicht selten zu wirklich Massenvorkommen, zu ganzen Büscheln von Erle, die an einem und demselben Ort gleichzeitig hingespült werden, alle keimen und dann müssen sie sich irgendwie arrangieren. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder alle bringen sich so lange gegenseitig um, bis nur noch einer übrig ist, der hat gewonnen und kann wachsen. Das würde die Buche weitestgehend so machen, das machen viele Baumarten so. Das ist auch eine legitime Methode, weil der am Ende übrig bleibt, war der Stärkste, ist am besten angepasst, kann am besten wachsen. Punkt. Ja? Funktioniert. Frei nach Darwin. Es kann aber auch sein, und das ist bei der Erle häufig so, jedenfalls häufig zu beobachten, und das ist meine Theorie, warum das so ist, nicht nur meine, gibt auch andere Leute, die der Meinung sind, das könnte so sein. Die Erlen, bei denen kommt das so oft vor, dass sie die besten bzw. alle gleich gute Wachstumsbedingungen vorfinden, da wo sie zusammenkommen. Und wenn diese Wachstumsbedingungen identisch gut sind, dann kann sich auch keiner durchsetzen. Da müsste dann schon eine kleine genetische Diversität dazu führen, dass der eine wirklich besser ist als die anderen, da die aber alles Geschwister sind in vielen Fällen oder zumindest aus der gleichen Population stammen, ist es unwahrscheinlich, dass dann großartig verschiedene DNA vorliegt und verschiedene Angepasstheit an den Standort. Und drum wird das bei der Erle häufig so geregelt, guckt man hier bei den Dicken hier, da kann man das auch schön sehen. Ja, das ist auch so ein ganz typisches Beispiel. Da wird das häufig also einfach so geregelt, dass alle gleichzeitig wachsen, sich die Wurzel sozusagen teilen, es recht früh zu Wurzelverwachsungen und Wurzelsymbiosen kommt. Jeder Stamm ist ein einzelnes Individuum in vielen Fällen. Manchmal ist es aber auch so, dass tatsächlich mal eine Jungerle da war, die wurde abgeschnitten oder irgendwie sonst wie verletzt, ist nochmal ausgetrieben, wurde nochmal abgeschnitten, sonst wie verletzt, ist nochmal ausgetrieben. Man muss sich das genau angucken. Findet man eine Differenzierung zwischen den einzelnen Stämmchen,
und sind die irgendwie so angeordnet, als wären sie wirklich einzelne Stämme, die jeweils für sich eine Wurzel haben, dann sind es auch einzelne Stämme. Nur wenn man sieht, dass die aus dem gleichen Stumpf ausgetrieben sind und sie unten als Baumstumpf sozusagen zusammenhängen, dann kann es auch gerne mal sein, dass die Erde in jungen Jahren beschädigt wurde und Stockausschlag gemacht hat und wieder ausgetreten ist. Ja? Also es gibt beides, aber es gibt eben auch den Fall des symbiontischen Wuchses, dass die also quasi miteinander in Symbiose, in Sympathie lebend eine Wurzel sich teilen, einen großen Wurzelklotz sich teilen, aber jeder Stamm für sich sein eigenes Süppchen noch weiterhin kochen darf. Trotzdem, Leben und Vergehen ist da auf Teamwork basierend. Heißt, wenn ein Teil der Wurzel, der Stamm X, offiziell gehört, genetisch, ja, wenn der einen Pilz abbekommt, kann sich dieser Pilz auch problemlos in die Wurzel von Stamm Y und Stamm Z weiter fortpflanzen. Das heißt, Stamm Y und Stamm Z haben nichts davon, wenn Stamm X Probleme bekommt. Und so arbeitet man dann notgedrungen zusammen, um als Strauch Erle sozusagen weiterhin erfolgreich und am Leben zu sein. So, ich gehe noch zwei Schrittchen. Jo, und dann kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass so ein Erlenwald wie dieser hier auch einfach die natürliche Vegetation entlang eines Oberlaufs eines Baches darstellt. Quelllauf nicht mehr unbedingt, aber dann der Oberlauf, der sogenannte. Da sind wir mit der Erle wirklich bei der natürlichen Baumart, die hier natürlicherweise vorkommen wird. Warum? Naja, weil die Erle die einzige Baumart ist, die langfristig in der Lage ist, mit den Füßen im Wasser zu leben. Wer sonst so mit den Füßen die ganze Zeit im Wasser steht, bekommt irgendwann Probleme, gilt für jeden Baum, den es so gibt. In Deutschland, manche kriegen Spätprobleme, andere kriegen Frühprobleme. Die Buche beispielsweise nach 2-3 Wochen hat die schon ein Problem und trägt schon bereits Schäden davon, wenn durch eine Überflutung der komplette Wurzelraum der Buche unter Wasser steht. Eine Eiche hält das erheblich länger aus, am längsten hält es die Weide aus. Die kann 8-9 Monate im Jahr Überflutung relativ gut überstehen, ich glaube auch bis zu 10, je nachdem, was das für eine Weide ist und wo die steht und wie gut die angepasst ist. Die einzige Baumart allerdings, die 365 Tage im Jahr nasse Wurzel überlebt, heimische Baumart wohlgemerkt, ist die Erle. Hier steht sie überall und das ist einfach kein Zufall, weil dadurch, dass der Bach hier einen stark schwankenden Wasserpegel hat und einfach auch der Bereich des Bodens hier links und rechts vom Bach, der ist sehr schnell auch ordentlich wassergeprägt, sobald das Wasserchen hier hochgeht. Und damit sind wir hier definitiv im natürlichen Erlenwald. Es ist kein richtiger Erlenbruchwald, also kein Erlenauwald in dem Sinne, aber doch ein sehr stark natürlicher Erlenwald. Und warum ist die Erde die einzige, die diese ständigen unter Wasser stehenden Wurzeln überleben kann, beziehungsweise warum ist unter Wasser stehende Wurzel überhaupt ein Problem? Im ersten Moment könnte man ja denken, hör, ist doch super, da hat die Pflanze immer Wasser. Stimmt auch, nur dummerweise, wer schon mal seine Topfpflanze ersäuft hat, weiß, dass zu viel Wasser auch scheiße, weil dann kommt keine Luft mehr in den Boden. Und jedes lebende Zellmaterial, inklusive das von einer Wurzel, benötigt ein Stück weit Sauerstoff, zumindest in regelmäßigen Abständen. Da muss man hin und wieder geatmet werden, schlicht und ergreifend. Ja? Und das führt dazu, dass andauernd im Wasser stehen, wo man eben nicht atmen kann, wenn man nicht Kiemen hat, und Pflanzen haben genauso wenig Kiemen wie ich, das haben wir gemeinsam, dann funktioniert das eben nun mal nicht. Also hat sich die Erle was ausgedacht und ist damit die einzige Baumart, die in der Lage ist, einen sogenannten Schnorchelwurzel, eine Schnorchelwurzel zu erzeugen. Beziehungsweise Schnorchelwurzel ist eigentlich mehr so die Anpassung, damit man überhaupt versteht, was das sein soll. Offiziell heißt das Ding Erenchymgewebe, Erenchym, also R von Luft, und Chenchym kommt von Parenchym. Parenchym sind lebende Zellen, die innerhalb von Pflanzen dem Stofftransport dienen und quasi so eine Zellkette bilden, eine Reihe, eine Autobahn sozusagen durchs Holz zum Beispiel oder durch die Wurzel oder auch entlang von Blättern. Also was sind Parenchymzellen. So, und die Erle kann eben jetzt die Sonderfunktion ausüben, dass sie Wurzeln hat, die nach oben wachsen. Allein das ist eine botanische Besonderheit. Wurzeln wachsen wie nach oben. Wurzeln können sehen bzw. können registrieren, wo geht's runter. Und dann wachsen sie wahlweise, also die können die Schwerkraft tatsächlich messen bzw. spüren, die Wurzelspitze. Und dann wachsen sie wahlweise horizontal, also parallel zur Schwerkraft, oder runter. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Es gibt eigentlich
keine Wurzel, die hoch wächst. Außer bei der Erde, da geht es halt trotzdem. Biologie, die Wissenschaft von der Ausnahme. Aber normalerweise würde man sagen, Wurzeln können nicht hochwachsen. So, und was macht die Wurzel, wenn sie oben angekommen ist? Sie guckt kurz, bestenfalls aus dem Boden raus. Bei sehr, sehr alten Bäumen sieht man diese Arten Wurzeln auch. In meisten Fällen bleiben sie irgendwo unten im Boden hängen, wo sie einfach aus der wasserführenden Schicht raus sind. Das reicht ja schon. Ja, die müssen ja nicht wirklich an die Erdoberfläche, sondern nur aus dem wassergesättigten Bereich des Bodens raus. Und gucken dann da eben raus, höhlen sich dann in der Mitte aus, werden hohl, werden luftführend und funktionieren dann nach einem passiven Schnorchelsystem. Soll heißen, unten in der Wurzel wenig Sauerstoff, oben, wo der Schnorchel rausguckt, viel Sauerstoff diffundiert zu wenig Sauerstoff durch die hohle Wurzel. Das ist ein passiver Prozess, braucht nicht mal Energie. Unglaublich toll ausgetüftelt, was sich die Natur da wieder hat einfallen lassen, ja? Beziehungsweise die Evolution. Wunderbare Sache. Ja? Und die Evolution denkt natürlich nicht und lässt sich nichts einfallen, sondern das setzt sich einfach durch, weil es die beste Methode ist und das ist per Zufall irgendwann mal entstanden. Bevor wir jetzt hier irgendwie religiöse oder Naturgeister, Philosophien und sonstiges Zeug diskutieren müssen. Ja? Ich formuliere es nur, die Natur hat sich das einfallen lassen, weil es halt einfach prägnanter und merkbarer ist. Trotzdem ist das im Grunde Käse. Ja? Da steckt kein Wille und kein Konstrukt und kein Kreationismus dahinter. Gut, wie dem auch sei, das ist nochmal die Besonderheit, weshalb die Erde hier in diesem Ausmaß vorkommt, wie sie hier vorkommt. Und solche Büschel, wie sie da stehen, ja, diese Wurzelstriebbüschel, die da um die Erlen hochkommen, das sind tatsächlich Teile dieses Atemwurzelsystems. Da kann man nie so genau sagen, ist das einfach ein Stockausschlag, sind das Zweige, die da hochwachsen oder ist da nicht vielleicht auch eine Atemwurzel dabei? Und wenn man uns anguckt, wo diese Erle hier steht, die steht auf einer kleinen Insel mitten im Bach, die hat also garantiert für ihren Fuß so gut wie überhaupt keinen trockenen Boden zur Verfügung und ist daher auch in jungen Jahren, so alt ist die jetzt noch nicht, darauf angewiesen, bereits irgendeine Atemmechanismus für eben die Sauerstoffversorgung der Wurzel zu haben. Deswegen dürfen wir davon ausgehen, dass in diesem Dickicht junger Triebe garantiert auch ein paar Erenchymwurzeln drin sein werden. Wenn man da ein Weilchen sucht, findet man die auch, aber ich habe da nasse Füße. Und davon abgesehen möchte ich ja auch nichts kaputt machen und nicht von den ausgewiesenen Trampelfahrten, auf denen ich hier gerade noch stehe, runter. Das ist zwar kein Naturschutzgebiet, man darf hier überall rumlaufen, das ist aber kein Grund, es unbedingt zu tun, wenn es ein besonders schöner Wald ist. Daher, wir haben das Wesentliche gesehen. Das ist auch das Wesentliche, was ich zu Auwäldern mit Erlenbestand sagen kann. Wunderschön das Ganze. Guckt nochmal in die Richtung. Ja, das ist jetzt natürlich mit den krummen Bäumen ein bisschen schwierig. Guckt mal so, da sieht es etwas natürlicher aus. Also ich finde es hier wirklich wunderschön. Es ist ein Primärwald in dem Sinne, dass diesen Wald niemand geplant hat, niemand angelegt hat. Der ist so gewachsen, wie er jetzt halt eben gewachsen ist. Und nur mit ganz minimalen forstlichen Eingriffen, falls überhaupt jemals welche stattgefunden haben, im größeren Stil gepflegt worden. Ja? Also im Grunde wirklich darf man dieses Wäldchen schon irgendwo als Primärwald bezeichnen. Ja, und klar, die Sache mit den gebogenen Bäumen ist jetzt etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich wollte halt möglichst viel Material auf die Kamera bekommen. Gut, das wär's. Hab noch Termine, muss dringend wieder nach Hause und weiter schaffe und anderes Zeug schaffe. Ist ja nicht so, dass ich das gerade nicht tue. Aber ja, das wollte ich nur gesagt haben. Macht's gut. Kleiner Beitrag zum Bach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Beim Ultraweitwinkel ist es voll schwierig, aus dem Bild zu laufen. Da muss man richtig weit gehen.